Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zur zweiten Folge von Mundown. Wir haben übrigens bei der ersten Folge einen Brief bekommen von einem Pfarrer, der hat uns nämlich mitgeteilt, dass unser Großvater verstorben ist und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, um ihn zu besuchen, ne? Und wir haben auch festgestellt, dass hier einiges sehr, sehr merkwürdig ist, ja? Hier liegt so ein komischer Nebel. Und am Ende der letzten Folge, nun ja, wie soll ich sagen, hat sich, ich sag jetzt mal, irgendwas bewegt, ne, im dunklen Schatten. Und ihr seht auch diesen einzigartigen Grafikstil. So, wir sollen jetzt hier irgendeinen Gegenstand platzieren. Ich glaube, war das die Kerze? Genau, so. Habe ich jetzt eigentlich da mehrere Stellen, wo ich das machen kann? Ich weiß ja nicht, ob ich das übrigens bei mehreren Stellen machen muss. Denn ich schätze jetzt mal, dass wir schlafen gehen sollten. Okay, nee. Mehr kann ich nicht machen. Das heißt also, ich gehe jetzt nach oben schlafen. Oh, Entschuldigung. Ihr habt gerade gesehen, da hat eine Kreatur draußen gestanden. Mann, ich laber einen Scheiß zusammen, ey. Also wirklich. Auf jeden Fall gehe ich jetzt. Ey, ich wollte eigentlich schlafen gehen. Warum geht das nicht? So, ich muss nach unten, ne? Wir haben auch ein komisches Mädchen gesehen. Vom Weiten. Kann ich jetzt überhaupt schlafen oder geht das nicht? Okay. Ey, ich brauche die Kerze hier unten, ja? Ja, okay. Kann ich mir die Kerze jetzt nochmal zurückholen? Und dann können wir hoffentlich schlafen gehen. Da unten steht eine dieser Kreaturen, ne? Warum sind hier eigentlich überall die Lichter aus? Ich habe sie eigentlich alle angemacht. Das irritiert mich jetzt gerade. Enorm, aber egal. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass mir dieser Grafikstil enorm gefällt. Wo kommt denn der Schlüssel auf einmal her? Egal. Ich mache das jetzt mal so, wie ich es gesagt habe. Und packe jetzt hier die Kerze hin. Und dann können wir hoffentlich schlafen. Okay, wir können auch den Schwierigkeitsgrad anpassen. Schlafe ich jetzt ein? Ja. Boah, das ist ja sehr, sehr merkwürdig. Aber ich habe ja schon bei der ersten Folge gesagt, ich finde den Grafikstil sehr, sehr beeindruckend. Ist übrigens handgezeichnet. Und wenn ihr die erste Folge nicht gesehen habt, in der Playlist findet ihr auf jeden Fall alle Folgen dann. Natürlich. Und jemand klopft gerade. An der Tür. Wer bist denn du? Das Mädchen draußen suchen, okay? Ich kann übrigens auch gleich mal zeigen, man kann seine Waffen übrigens ausrüsten, indem man, zumindest bei der PlayStation 4 ist es so, die L1-Taste drückt. Ja, kann man sie wegpacken und auch wieder ausrüsten.
Zweiter Tag. Was ist das denn jetzt hier? Wo könnte sie hingelaufen sein? Oh, die Ziege zeigt mir eventuell den Weg. Okay. Ich habe auch einen Schlüssel bekommen. Ich weiß gar nicht, für was. Ach, warte mal. Das wollte ich ja nochmal gucken, bevor ich zum Mädchen gehe. Denn, die kann kaputt gehen? Ja, okay. Das ist nicht so schön. Warte mal kurz. Die Heugabel kann zerstört werden. Kann ich den Schlüssel, den ich gefunden habe, irgendwie einsetzen? Hier schon mal nicht. War noch irgendwo anders eine blockierte Tür? Da unten die, ne? Die könnte es sein. Ne, da komme ich nie rein. Verstehe nie. Ich hatte eigentlich ein paar Gegenstände. Vielleicht kommt. Habe ich irgendwas, um das aufzumachen? Nö, okay. Das ist ja strange. Der Schlüssel passt da nicht rein. Für was kann der sonst sein? Egal, wir wollten das Mädchen suchen. Wo bist du, mein Schäfchen? Ach, ja, mein Schäfchen. Meine Ziege. Ich kann aber, glaube ich, wenn es regnet, halt auch nichts anzünden, ne? Spielt hier am Wasser. Sie kann nicht sprechen. Okay. Warte mal, wir haben noch einen Schlüssel bekommen. Was versuchst du mir zu sagen? Eigentlich... Oh, wie komme ich denn nochmal zum Menü? Ich habe da was aufgenommen. Oder zum Rucksack, meine ich. Ich verstehe es nicht. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Und den wollte ich jetzt eigentlich einsetzen. Darüber gucken wir uns dann gleich die Zeichnung an. Was haben wir denn hier? Oh, Kaffee. Könnte nützlich sein. So. Und jetzt kannst du mir mal bitte sagen... Also ich weiß auch gar nicht, wie ich die... Ich kann mich hinsetzen... Viereck, okay. Wir haben noch eine Zeichnung aufgenommen. Wait. Erleben wir jetzt diese Erinnerung wieder? Aus der Sicht? Wie bei der ersten Folge, da sind wir nämlich in so ein Bild hineingezogen worden und konnten mit ansehen... wie, glaube ich, der Großvater verstorben ist. War das nicht so? Ach, ist egal. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil gemacht. Ist ja schweizerische Folklore, Horror-Folklore
Und die finde ich verdammt gut. Weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal irgendwie so deutsche Märchen als Spiel gab. Wenn, könnt ihr das mal ganz gerne in die Kommentare schreiben. Wait, wo bin ich denn jetzt? Der Großvater hat bei der Ziege geschlafen. Okay. Das war während des Kriegs. Oder schon wieder der Typ. Die weiße Geist, okay. What? Das ist wieder dieses seltsame Mädchen. Warum ist die hier? Ein bisschen merkwürdig. Aber der Großvater läuft jetzt dem Berghang hier hinauf. Ich glaube, bei seinem Brief ging es um den Zweiten Weltkrieg, war es nicht so? Warum läuft er überhaupt den ganzen Weg nach oben? Vielleicht finden wir das gleich gemeinsam heraus. Mal sehen. Was ist denn das? Blut? Ach, das ist der alte Mann. Hat der vielleicht was damit zu tun, dass sie den, also, dass sie die Schlacht gewonnen haben? Weil bei so einer großen Armee wären die ja komplett überrannt worden. Ne? Das ist schon mal sehr, sehr heftig. Übrigens mit dem Kaffee kann man die Angst etwas lindern. Das wird wahrscheinlich im späteren Verlauf ganz wichtig werden. Ich kann mich aber natürlich auch irren. Mal sehen. Wo bin ich denn jetzt? What? Warum bin ich denn jetzt in der Kirche drin? Warum ist die so anders?
Die ist sehr... Ja. Okay. What? Der Maler, ja. Alter. Es fliegen Steine vom Himmel. Okay. Keine Ahnung, warum sich der Typ so sehr freut. What? Ich sah sie im Krieg. Eu adiu na visão. Eu avei vos durante Luiara. A Florina moçava em Cichói. Florina? Ela é chona de na estade na fonte especial. Foi ela de Cichias na letra Zouras. E doce venha na puxa para Temos Cichias. Temos Cichias? As viu maia caplota. Ja, ich hab's gesehen. Okay. Ciao Caura era si lealtà. Ciao da Allegria. Allegrias Kopf, okay. Ma avevi non veglia in mia visione de Luiara. Chi è qui? Ela è di una busta e comparivo se nel decorso della storia in tempi di disperazione. Es gibt, glaube ich, auch eine deutsche Geschichte, auch über so eine ähnliche Person, die ja immer wieder erwähnt wird. Okay. Okay. Corporal Walter. Ja, schön, und wo soll ich den denn suchen? Poi adesso ti è faccia ti mozzi in ciacune. E le redine stausi in nachsturm e durante l'uiara hai tutto un menumento. Ok. Nua hai il bunker. Ti stasi dalle vie sì. A poi hai si meni e luce. Io traccio che ti stessi prendere il muvel de Florin. Ok. C'hai rifornimento portava tate del. Florina ha deponito quella clafti ormai. Forse anche se pli e si un lubratore. Cau prenela. Ok. Senza vesesi non le vo. Io sei di con te. Du hast einen Gegenstand erhalten. Okay. Wow, warum ist denn das auf einmal so neblig? What? Okay.
Also Florina war der Name von dem Mädchen, ne? Oder ich verwechsel das jetzt. Ist natürlich auch möglich. Wir haben noch einen Schlüssel bekommen. Wir sollen ja Nachschub einpacken. Jetzt ist nur die Frage, ist das in sein Gebäude drin? Ich habe irgendeinen Gegenstand bekommen und kann jetzt damit gerade nichts anfangen. Hier haben wir nochmal... Genau. Ein Gegenstand, um uns wehren zu können. So, und dann sollen wir also das Fahrzeug, die Movil, benutzen. Ich höre übrigens gar nichts, ne? Also mich nicht laufen. Ist das normal? Warum ist überhaupt die Tür offen? Da ist schon wieder dieses komische Mädchen. Hallo? Ah, das ist der Schlüssel. Okay. Da haben wir einen Brief. Was ist das? Bergluft, extra starker Tabak. Ach ja, ich kann ja die Pfeife auch rauchen, ne? Es läuft nicht. Wo soll ich die Batterien prüfen? Ach so, ich habe eine Batterie gefunden, ne? Okay. Sehr geil gemacht. Und dieses Mädchen taucht halt auch immer wieder auf, ne? Oh. Da haben wir einen Brief, da haben wir einen Brief. Badezimmer? Okay. Okay. Okay, also im Badezimmer. What? Okay, ich kann mich hinsetzen. Oh. Ja, wie geil, man kann sogar auf Toilette gehen. Sind wir das, der die Geräusche macht? Also wir haben keinen Honig mehr. Wir haben ja komische Soldaten. Kann ich da irgendwie einen von denen mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Das frage ich mich auch gerade. Aber... ich verstehe überhaupt nicht. Ich kann es auch nicht öffnen, ne? Wegen dem bizarren Schloss. Warte mal. Wo kann ich denn das Tagebuch öffnen? Heu sammeln mit Movil. Okay. Großpapas Arbeitszimmer untersuchen. Honig finden und Schnaps finden. Da steht was vom Badezimmer. Ich war doch gerade da. Ah.
What? Da haben wir schon mal den Schnaps. Das war jetzt verdammt gruselig. Okay, wir brauchen Heu. Und dann brauchen wir Honig, ne? Aber das Arbeitszimmer kann ich nicht untersuchen, denn irgendwie fehlt mir dafür ein Gegenstand. Warte mal, kann ich denn eigentlich... Das war nur irgendein Radio, ne? Okay. Habe ich denn sonst irgendwas? Den Schrank mache ich mal zu. Wie kann ich denn jetzt eigentlich Heu aufsammeln? Oder wo sollte ich Honig finden? Das sind so Sachen, die verstehe ich noch nicht so ganz. Aber okay. Ich hätte, glaube ich, schon alles aufgemacht, ne? Okay, was haben wir denn hier? Da haben wir eine Kerze. Okay. Ich habe keinen Schlüssel für... und jetzt? Also ich kann das Gerät nicht starten, weil mir dafür was fehlt, also ein Schlüssel. Ja, aber wie kann... Ich verstehe es nicht. Also, mir fehlt Honig. Das verstehe ich. Wo ich den jetzt herbekomme, weiß ich nicht. Aber es müssten ja in der Nähe dann irgendwo Bienen sein. Hier kann ich immer nur irgendwas anzünden, ne? Also, Heu sammeln kann ich damit nicht. Ich gehe jetzt mal hier nach oben. Vielleicht kann ich irgendwo Honig finden. Also, das habe ich keine Ahnung. Weil den Alkohol habe ich ja schon. Das ist nur ein Brunnen, ne? Ja, das ist nur ein Brunnen. Rösterei von Mundown. Bin ein bisschen irritiert, Leute. Ich weiß nicht mal, wo ich den Schlüssel für den Movel finde. So, hier ging es nach oben. Wow, was haben wir denn hier? Das brauche ich nicht mehr. Ja, schön, dass du die Batterie nicht mehr brauchst. Ich verstehe überhaupt nichts. Also hier oben ist auch nichts. Was gibt es denn jetzt hier noch? Ich kann ja hochlaufen. Okay, warte mal. Ich bin ein bisschen überfragt, ne? Also sorry, wenn ich jetzt hier einfach nur immer ein bisschen Quatsch mache. Aber es ist ja wichtig, dass wir... Bestimmtes bekommen. Hier kann ich nur mich hinsetzen, ne? Wo bekomme ich den Honig her? Oh, ich bin echt irritiert, ne? Wo ich den Honig herbekommen kann. Könnte durchaus sein, dass ich dann bei der nächsten Folge vielleicht weiterspielen muss. So, das haben wir beim letzten Mal schon mal gefunden.
Ja, genau das. Und jetzt? Wo ist denn der Gru? Achso, da ging es nur um den Fluch brechen. Ey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo ich einen Honig herbekommen soll. Die Kleine, die sagt auch nichts. Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, ziemlich aufgeschmissen, ne? Wir haben zumindest den... Warte mal. Es könnte sein. Vielleicht muss ich nochmal zum Arbeitszimmer zurück. Es besteht ja die Möglichkeit, dass da noch irgendwas war, was ich bloß nicht gesehen habe. Da hinten war ich, glaube ich, auch schon. Ich war halt schon an sehr, sehr vielen Stellen. Ansonsten könnte man ja vielleicht da denn den Honig einsammeln. Was ist das hier überhaupt? Da ist noch ein Rad eingeklemmt. Ja, okay. Ich bin trotzdem komplett irritiert, ne? Wo kriege ich jetzt Bienen hier? So, warte mal, das Arbeitszimmer war oben, ne? Ich bin jetzt schon mal über 30 Minuten. Schlüssel bekommen. Geil. Und das Mädchen ist weg. Das ist jetzt der Zündschlüssel des Muvels. Nee, warte mal, ich gehe jetzt mal trotzdem kurz nach oben. Auch wenn wir jetzt den Zündschlüssel des Movels haben. Achso. Was haben wir denn noch? Bergluft. Das ist ein extra starker Tabak. Rötteli. Da ist der komische Kopf. Mehr habe ich nicht. Also, das war echt krass. So, das Mädchen ist jetzt weg. Und ich habe jetzt den Zündschlüssel für das Muvel. Vielleicht kommt die ja mit. Und vielleicht kriege ich ja da auch den Honig her. Das heißt also, ich starte jetzt mit dem Fahrzeug. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ich weiß nicht, ob der übrigens automatisch fährt oder nicht. Aber das werden wir ja noch rausfinden können, schätze ich mal. Und sie sitzt gleich mit drin. What? Accompagnest du mich? Se te imbaini, la via ai plein ruosnes. Ja, ich muss auch noch selber steuern. Na, nice. Ich kann nicht fahren. Oh Gott.
Da oben ist es nicht. Wir müssen hier lang fahren, glaube ich. Wie soll ich denn überhaupt Heu mitnehmen? Ich verstehe gar nicht. Ey, sorry Leute, ich bin jetzt gerade komplett irritiert. Wie soll ich denn jetzt Heu überhaupt mitnehmen? Okay, warte mal. Falls du vergessen hast, wo du parkiert hast, benutze. Ah, okay. Wie mache ich das jetzt da rein? Ich will doch nicht stechen, Mann. Ich will es da reinmachen. Dass auch nichts erklärt wird. Ich finde sowas echt zum Kotzen. Brauche ich ganz bestimmtes Zeug? Ich verstehe überhaupt nichts. Ey, sorry Leute, ich glaube, ich mach gleich aus. Ich weiß nämlich nicht, wie ich den Heu mitnehmen soll. Oder das Heu, besser gesagt. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Hier liegt doch überall was rum. Warum kann er das nicht mitnehmen? Oder muss ich oben zur Scheune hinfahren? Ich habe keine Ahnung. Muss ich hier vielleicht reinfahren? Ey, ich kann mich verstecken. Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will. Also ganz ehrlich, sowas hasse ich wie die Pest. Was steht denn hier? Heu sammeln mit Movel. Ja, wie soll ich denn das machen? Erzähl's mir doch. Muss ich einfach rüberfahren? Das wird halt auch nicht erklärt. Wahrscheinlich schon. Das heißt also, ich muss jetzt erstmal. Oh Gott, ist das dumm gemacht, ey. Ich weiß ja nicht, wie viel Heu ich brauche, aber ich schätze mal, vielleicht so viel wie reinpasst. Bis nur schon mehr reinpasst, würde ich sagen, oder? Noch mehr war ja, glaube ich, nicht. So, und jetzt 161, ich komme hier nicht hoch. Dein Ernst? Ich bin wahrscheinlich zu schwer. Bin sowieso fast voll. Mehr geht nicht. Okay.
So, und jetzt. Genau. Mann, dann kann ich auch gleich ausmachen. Ey, das ist ein bisschen komisch. Ja, aber darf ich auch mal irgendwie den Berg hochfahren. Hä? Und jetzt, ich verstehe es schon wieder nicht. Kilohertz, eine Frequenz der Radio. Woher weiß ich denn, was ist? Ah. Nice. So, wir müssen auch gleich ausmachen. Ich hab viel zu lange gebraucht. Egal, scheiß drauf. Was haben wir denn hier? So, Leute, ich würde mal sagen, wir sollten dann auch gleich ausmachen. Ich komme hier nicht rein, weil hier ist auch alles zu. Aber egal. Ich weiß nicht, ob das Spiel hier gespeichert hat. Wenn nicht, muss ich nochmal hierher fahren. Und dann ist gut, ne? Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Wo, wir sind ja fast da. Hat er nicht gesagt, es wäre ein bisschen zu weit, um das zu laufen? Dann fahre ich noch hoch und dann wird das Spiel wahrscheinlich nochmal abspeichern. Schätze ich mal. Jetzt fahre ich durch den Tunnel. Na. Ja, ich will auch nur Licht anmachen, danke. Oh, jetzt müssen wir auch selber fahren. Das ist irgendwie sehr, sehr mysteriös. Ich frage mich, warum das Mädchen eigentlich uns folgt. Ich meine, wir haben ja gehört, sie ist ein besonderes Mädchen. So. What? Was soll das denn sein? Egal, fragen wir nicht nach. Ich werde jetzt hier erstmal die Folge, wie gesagt, beenden, Leute. Hab mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn und tüdelü.